ich weiß nicht, ob man es Kulturkampf im Klassenzimmer nennen muss, aber insgesamt hat die Frau Wiesinger mit allen ihren Aussagen recht. Ein Bursche, der ein Mädchen, das sich dazu bekannt hat, lesbisch zu sein, wahnsinnig gemobbt und bedroht hat und dem erklärt hat, bei uns zu Hause würdest du eingesperrt oder umgebracht werden, dem muss man halt sehr klar sagen, in Österreich gibt es eine andere gesetzliche Situation, eine andere Haltung der Gesellschaft zur Homosexualität und das hast du zu akzeptieren, wenn du in diesem Land lebst. Das ist etwas, was wir wirklich in der Schule versuchen und was ein endloser Kampf ist, dass Religionsfreiheit die Freiheit des Einzelnen ist, zu entscheiden, wie er seine Religion leben möchte und nicht Religionsfreiheit bedeutet, in dem Fall jetzt die Muslime, muss man in Ruhe lassen und sie tun, was sie wollen. Also ich würde jetzt zum Beispiel von einem einzelnen Schüler, wenn er einer Lehrerin die Hand nicht geben will, das würde ich vielleicht akzeptieren, aber dass er die Klasse oder Gruppe aufhetzt, dass das niemand tun soll, weil das eine Sünde ist, das akzeptiere ich nicht. Ich glaube schon, dass die Gesellschaft und die Politik zu lange weggeschaut hat. Wir haben halt eine Geschichte, wo wir uns nicht trauen, auch konsequent Haltung einzunehmen, weil das sehr leicht als Rassismus und als Rechts ausgelegt wird. Unsere erworbenen Freiheiten und unsere Demokratie zu schützen, ist aber sicher keine rechte Haltung. Und das müssen wir, glaube ich, alle erst lernen. Mein Ansatz ist, manchmal wird Überzeugung nicht gelingen, man muss auch klare Grenzen setzen, klare Regeln festlegen und ganz klar sagen, was man sich erwartet. Es gab zum Beispiel eine Klasse, wo letztendlich ein sehr radikal muslimischer Bursche von der Mutter abgemeldet wurde von der Schule, er war nicht mehr schulpflichtig. Und wo im Anschluss die Kinder aus der Klasse und ganz, ganz vorne die Mädchen sich dafür bei mir bedankt haben und gesagt haben, wir sind so froh, dass der nicht mehr da ist. Das Kopftuch ist plötzlich nicht jeden Tag Thema, das Beten ist plötzlich nicht jeden Tag Thema. Wir können jetzt in der Klasse wieder einfach Kinder sein.